Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen First Impressions Video. Und zwar geht es heute um zwei Produkte, nein, zwei Produkte, nicht vier Produkte, zwei. Und die habe ich beide von meiner lieben Freundin CM bekommen. Wir werden heute testen, zum einen den Color Flash, die Color Flash Volume Mascara von Essence in der Farbe. Hat keine Farbe oder wie? Kann ja wohl nicht sein. Ich sehe es bestimmt noch nicht. Vielleicht ist es die 02. Ja, die werden wir probieren. Das ist eine blaue Mascara. Und dann hat sie mir noch was mitgebracht aus der Türkei oder aus Marokko, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und zwar diesen Lippenpflegestift, Lippenstift. Ich weiß nicht, ob den von euch einige kennen. Ich kenne die in grün. Und das gibt so eine lila-rosa Farbe. Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob das bei verschiedenen pH-Werten irgendwie anders ist. Dieser ist auf jeden Fall eine andere Farbe. Der sieht so erstmal aus. Und den werden wir auch ausprobieren. So, ich glaube, ich werde jetzt einfach erstmal den Lippenstift ausprobieren, weil der entwickelt sich nach einer Zeit noch. Ich trage den mal auf. Vorsicht, dass er nicht über die Ränder malt. So erstmal. Und den lassen wir jetzt erstmal. Ist so auf jeden Fall eine schöne Farbe. Mal gucken, ob er sich noch weiterentwickeln wird. So, und dann kommen wir zur Mascara. Dafür werde ich erstmal meine Wimpern biegen. Ich habe immer noch keine neuen Batterien für meinen beheizbaren Wimpernformer. Darum benutze ich jetzt im Moment die ganz normale Wimpernzange. Und auf die Mascara bin ich unglaublich gespannt. Ich bin ja schon so oft drum rumgelaufen und habe mich aber irgendwie nie so durchringen können, sie zu kaufen. Jetzt im Winter ist es irgendwie auch nicht mehr so die Zeit dafür, aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Ich weiß, man sollte vielleicht die Mascara nicht so lange benutzen, aber ich werde einfach dann mal gucken, vielleicht Karneval oder irgendwann anders. Ich werde euch jetzt näher holen und dann gucken wir uns das mal zusammen an. Also, wir machen erstmal hier auf. Das ist die Farbe. Sie ist eigentlich ein bisschen dunkler und greller, als ihr das jetzt hier sehen könnt. Wie kann ich euch das denn hier gescheit zeigen? Also, die Farbe wird nicht richtig wiedergegeben. Macht jetzt aber erstmal nichts. Wir fangen jetzt einfach mal an zu tuschen. Ja, es ist schon blau. Was mir gut an der gefällt, ist, dass es zwar blau ist, aber nicht so komplett blau. Wenn ihr wisst, was ich meine. Gefällt mir so jetzt erstmal ganz gut. Ich tusche nochmal eine zweite Schicht. Ich habe das erste Mal blaue Mascara bei der Epro gesehen. Ich weiß nicht, die meisten von euch kennen Epro wahrscheinlich, weil Epro einfach toll ist. Und die hatte damals eine von Pastel. Ich habe eine auch von Pastel, aber in Pink. Und das sieht unglaublich grauenhaft aus. Also ihr seht da irgendwie albino-mäßig mit aus. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ihr heller seid. Bei mir sah es ganz, ganz schlimm aus. Die blaue war damals ausverkauft. Jo, aber jetzt probieren wir erstmal weiter die von Essence, weil bis jetzt macht die mir echt einen guten Eindruck. Und ich finde auch, dass sie die Wimpern schön trennt. Ja, kann man doch eigentlich mal machen. Ich mache jetzt mal die andere Seite noch. Gehe noch einmal neu rein. Die haben ja auch ganz viele verschiedene Farben. Ich glaube, die muss ich mir mal genauer angucken. So, das sind die Wimpern. Es sieht irgendwie ganz lustig aus, oder? Also wenn ich mich jetzt so im Spiegel angucke, sieht man das gar nicht so doll, dass das blau ist. Ich glaube, in der Kamera sieht das viel blauer aus, als es in Wirklichkeit ist. Aber cool. Danke, Siam. Also ich finde es wirklich Wahnsinn. Ich komme noch einmal näher. Ja, blaue Wimpern. Coole Sache, auf jeden Fall. Jetzt stellt euch mal vor, ihr macht dazu noch irgendwie einen türkisfarbenen Eyeliner oder so. Ich glaube, das kann richtig, richtig cool aussehen. Und ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass das wirklich blau abgibt. Die Lippen,
kann ich euch so nochmal zeigen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob sich da noch was verändert hat. Ist vielleicht ein kleines bisschen noch dunkler geworden. Wir können ja nochmal eine Schicht drüber machen. Also wie gesagt, den gibt es eben nicht in Deutschland, aber vielleicht geht ihr mal in die Türkei oder nach Marokko. Oder kennt jemanden, der dahin geht. Das Gefühl auf den Lippen ist sehr schön. Es ist auch ein bisschen silikonig. Sehr rutschig, aber angenehm. Und man hat auch das Gefühl, dass die Lippen versorgt werden mit Feuchtigkeit, wobei, wenn da Silikone drin sind, das irgendwie ja nur vorgegaukelt wird, sag ich mal. Ja. Lippenstift und nochmal die Augen. Sollte jetzt nur ein ganz kurzer First Impression sein. Ich finde es echt ganz cool. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es super kurz war mit diesen beiden Produkten. Und vielen Dank fürs Zugucken und bis bald. Tschüss!